und herzlich willkommen oder willkommen zurück auf unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Wir sind Melanie und Sabrina und heute backen wir Kürbismuffins. Herbstzeit ist für uns gleich Kürbiszeit und Kürbis ist so ein super Gemüse, so vielfältig einsetzbar. Oh ja, und deswegen zeigen wir euch heute das perfekte Rezept für saftige, fluffige Kürbismuffins. Genau. Und ich würde sagen, legen wir gleich los. Let's go. Prost. Tschüss, Baby. Für diese fluffigen Kürbismuffins starten wir als erstes mit 200 Gramm Haselnüsse. Die teilt ihr in einer beschichteten Pfanne ohne Öl rösten. Dann gebt ihr die Haselnüsse auf ein Brett, teilt sie grob hacken und dann gebt ihr die gerösteten und grob gehackten Haselnüsse in eine Schüssel. Und jetzt brauchen wir natürlich für Kürbismuffins Kürbis. Wir haben hier einen Butternusskürbis. Ihr könnt da eigentlich jede Sorte von Kürbis nehmen, außer vielleicht einen Hokkaido-Kürbis, der ist ein bisschen zu mehlig für die Muffins. Von den Kürbis brauchen wir insgesamt 400 Gramm. Den teilt ihr entkernen, schälen, in grobe Stücke schneiden und dann grob raspeln. Das könnt ihr entweder mit so einem Aufsatz für eine Küchenmaschine machen oder auch per Hand, das ist kein Problem. Den grob geraspelten Butternusskürbis gebt ihr dann in ein Geschirrtuch, in ein frisches Geschirrtuch bitte, dann teilt ihr ihn gescheit einpacken und presst den Saft so richtig gescheit raus. Den entsafteten Kürbis gebt ihr dann in eine Schüssel. Für die Teigmasse trennt ihr 4 Eier und gebt das Eiklar und die Eidotter in 2 getrennte Schüssel. Das Eiklar gebt ihr nun in eine Küchenmaschine, schlagt es steif auf, gebt es in eine Schüssel und bis zur weiteren Verwendung in den Kühlschrank. Nun gebt ihr 200 Gramm glattes Mehl, 200 Gramm Dickelmehl in eine Rührschüssel, dann gebt ihr 400 Gramm Staubzucker, einen halben Teelöffel Salz, ein Backerl Backpulver und einen Teelöffel Zimt hinzu, stellt die Rührschüssel unter die Küchenmaschine und lasst es kurz verrühren. Nun gebt ihr die Eidotter hinzu und 250 ml Sonnenblumenöl. Das lasst ihr jetzt für ca. 30 Sekunden verkneten. Dann schaltet ihr die Küchenmaschine ab, gebt den geraspelten Kürbis hinzu. Dann gebt ihr die gerösteten und grob gehackten Haselnüsse hinzu, aber nicht alle. Hebt euch ca. eine Handvoll für später auf und das lasst ihr jetzt nun wieder für 30 bis 60 Sekunden verkneten. Zum Schluss gebt ihr nun das vorhin aufgeschlagene Eiklar in 3 Schritten schrittweise hinzu, lasst es gut verrühren und fertig ist unsere Muffins-Teigmasse. Jetzt gebt ihr solche Muffins-Papierförmchen in das dafür vorgesehene Muffinsblech hinein und gebt in jedes dieser Muffinsförmchen 2 Esslöffel unserer Muffins-Teigmasse hinein. Zum Schluss gebt ihr noch ein bisschen was von den gerösteten und gehackten Haselnüssen oben drauf und dann gebt ihr die Muffins in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Nach der Backzeit nehmt ihr die Muffins aus dem Ofen raus, lasst sie ein bisschen abkühlen, dann nehmt ihr die Muffins aus dem Muffinsblech heraus, stellt sie auf ein Gitter und beträufelt sie zum Schluss noch mit ein bisschen Honig. Und fertig sind unsere Kürbismuffins. Es duftet in der ganzen Wohnung nach Kürbismuffins. So gut! Und ich würde sagen, probieren wir mal. Schaut euch diesen Muffin an. Herrlich. Die gerösteten Haselnuss da oben. Packen mal aus. Meine Drehung. Oh ja. Die Kürbismuffins sind so saftig von den Kürbis und den spürt man überhaupt nicht. Also falls irgendwer Befürchtungen hat, dass man da irgendwie den Kürbis ausschmeckt, überhaupt nicht. Der verleiht dem Muffin nur so eine Saftigkeit, dass er so fluffig wird. Und dazu der Zimt, Kürbis und Zimt, beste Kombination ever. Und die gerösteten Haselnüsse da oben, die verleihen den gewissen Crunch und das ist so ein richtiges, das sind alles so flach im Mund, sondern dass man noch ein bisschen was zum Beißen hat. Voll gut, also das ist perfekt ausbalanciert. Und zum Schluss noch der Honig darüber, das i-Tüpfelchen. Wirklich gute Kürbismuffins. Also, kauft ein Kürbis im Supermarkt, probiert diese Muffins aus. Und Süße, du musst der probieren. Komm her, so gut. Der duftet so gut nach Muffins, es ist ein Wahnsinn. Schaut euch diese Prachtexemplare an. Da tropft der Honig runter, von den Nüssen. Oh, puh. Okay, ich passe das gleich an.
Ist das Papier nicht ohne? Dann packt man mal aus. So, ausgepackt und jetzt gleich reinbeißen. Mm. Tschüss. So fluffige Muffins und mit diesen Nüssen obendrauf und dem Honig, das ist einfach das gewisse Etwas bei diesen Muffins. Einfach saftig, leckere, fluffige Muffins. Boah. Na gut, ich würde sagen, wir machen uns jetzt gleich einen Kaffee dazu. Oh ja. Weil die werden jetzt alle aufgegessen. Sind ein paar, aber ja, wir schaffen das. Einfach herrlich. Ich würde sagen, ein Check auf die Muffins, oder? Oh ja, auf jeden Fall, ein Check auf die Muffins. Wir haben jetzt gleich einen zweiten Kaffee gemacht und werden dazu diese herrlichen Muffins essen. Tschüss. Jetzt weine ich schon. Oh ja, und wenn ihr mal Lust auf etwas Süßes habt und dann auch noch auf Muffins, dann probiert dieses Rezept aus. Voll. Unbedingt. Voll. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare. Drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Tschüss. Muffins. Kaffeechi. Oh ja. Und heute, baldig einsetzbar. Oh no. Einsetzbar. Wann bist du? Mann. Warte. Süße.